Hallo liebe Trader, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten fröhlichen Live-Trading im Monat September. Ja, der August ist schon wieder rum. Wir haben den Monat September. Leider Gottes, sage ich mal, geht schon wieder auf den Herbst zu, wobei wir quasi gar keinen Sommer hatten in Wirklichkeit oder einen sehr verregneten Sommer. Deswegen wollen wir heute, zack, zack, mal wieder den DAX auseinandernehmen, möglichst schnell, um danach ins Schwimmbad gehen zu können und um eben danach die letzten schönen Sonnenstunden des Jahres noch genießen zu können. Denn es gibt doch weitaus Schöneres, als den ganzen Tag auf die Kerzen zu glotzen, Wichtigeres im Leben. Und von daher wollen wir hier den Vormittag mal wieder im DAX absolvieren. Da die US-Amis am Allzeithoch sind und sich kaum vorwärts bewegen, im DAX ist wieder schön Volatilität da. Endlich wieder Action. Wir sehen das hier im Tageschart. Die 16.000, da wird immer gut abgeladen. Irgendjemand hat kein Interesse daran, den DAX hier über 16.000 großartig zu sehen. Hinzu kommt, wir haben ja jetzt nicht mehr den DAX 30, sondern den DAX 40. Das heißt, der DAX wurde aufgestockt. Und ja, das bringt eben auch Volatilität mit sich, die wir sehr schön für unser Trading nutzen können. Guter Tag gewesen gestern, machen wir heute, knüpfen wir direkt daran an. Was gibt es noch? Was macht dem DAX noch zu schaffen? Zum Beispiel der starke Euro. Ich hatte es ja auch auf Facebook schon geschrieben. Am 31. August, also vorgestern, dass wir hier im Euro wahrscheinlich eine Trendwende sehen auf der 1,18, 1,1840. Und schauen wir mal, was ist draus geworden. Denn der Euro hat sehr schön die 1,18 absolviert, ist zurückgekommen, hat diese respektiert. Das heißt, wir können hier im Euro durchaus demnächst hier, wenn wir die 1,18 31 halten, hier ruckzuck über die 1,18,9. Und dann sind wir auch, wenn wir das Level nehmen, auch schon ruckzuck auf der 1,21 wieder. Ja, das bedeutet, wir haben hier Taper-Fantasien von der EZB. EZB möchte gerne die Anleihekäufe wieder zurückfahren, unerwartet. Und ja, Inflation zu hoch. Und ja, der Euro profitiert hier eben mit Stärke davon. Wie ist die allgemeine Lage jetzt? Gehen wir mal in den September rein. Ich denke, es kommt in ungemütliche Fahrwasser, unser Markt. Schauen wir uns mal den S&P an. Wir haben hier, wenn wir uns mal die Sequenzen anschauen, dann sehen wir, dass wir an der Oberkante des Aufwärtstrendkanals mal wieder ankommen. Und immer wenn wir in der Region des oberen Trendkanals waren, setzte eine Korrektur ein. Das heißt, könnte durchaus sein, wir haben am Freitag, also morgen, Non-Farm Payrolls, dass wir hier den Wochenpivot nochmal angreifen, eventuell sogar die 4600, also Monatspivot. Wäre so mein präferiertes Szenario, dass wir hier nochmal komplett oben rauslaufen, alle Bullen in den Markt ziehen, das Sentiment extrem bullisch wird und dann schön nach unten wegkacheln. Das wäre so mein präferiertes Szenario. Kann allerdings auch sein, dass er hier oben schon irgendwo anfängt rumzueiern. Was haben wir noch? Wir haben großen Verfall natürlich auch im September. Der September-Kontrakt läuft aus. Das sind immer so zwei mögliche Wendepunkte im Markt einer Sequenz. Das heißt, Non-Farm Payrolls, großer Verfall,
Fettsitzungen, das sind meistens so Events, die zu einer Trendwende führen können. Niemand weiß genau wann, aber wir haben jetzt einen, entgegen der Saisonalität, einen extrem starken August gehabt. August normalerweise der schwächste Monat im Jahr. Und ja, das heißt, wir könnten hier im September den August ein bisschen nachholen. Ja? Abgesehen davon, dass wir natürlich sowieso schon seit gefühlten 400 Jahren einfach nur steigen. Das heißt, seit dem ganzen Corona-Bums sind wir einfach nur nach oben gelaufen, ohne nennenswerte Korrektur. Und ich gehe davon aus, dass wir zumindest jetzt dann eben, nachdem wir die Oberseite des D1 Trendkanals angeschaut haben, hier wieder in eine Korrektur starten. Gehe jetzt hier allerdings natürlich nicht blind short, sondern warte noch auf entsprechende Trendwendesignale oder, aber ich bin zumindest mal gefasst drauf, dass es hier oben irgendwo rumsen kann. Was hatte ich noch anvisiert? Ja, das Öl hatte ich auch noch thematisiert. Denn wie gesagt, bin ich in den flauen Sommermonaten bin ich auf der Suche nach Werten, die sich einigermaßen bewegen. Und da haben wir auch das Öl. Ich hatte gesagt, auf der 66,93 haben wir die Trendwendebestätigung in Long-Richtung. Wurde gestern nicht ganz abgeholt, obwohl ich mir hier ein großzügiges Grid gelegt hatte, aber leider ging es nicht ganz bis hoch und von daher wurde hier mein Einstieg verpennt. Nichtsdestotrotz, der nächste Einstieg kommt bestimmt. Ich hoffe, der ein oder andere von euch konnte hier ein bisschen davon profitieren. Und ja, ansonsten starten wir jetzt einfach durch ins Live-Trading am Morgen im DAX, weil hier einfach im Moment die größte Action zu finden ist. Und ich schalte euch wieder dazu, wenn es losgeht hier. So, ich habe mir schon mal ein paar Limits in den Markt gelegt. Wenn es losgeht um 9, diese Öffnung mache ich so nur im DAX. Das heißt, in den amerikanischen Indizes habe ich nicht so eine Eröffnungsstrategie. Der DAX funktioniert hier einfach in dieser Hinsicht sehr voraussehbar. In den Indizes, in den amerikanischen handle ich, in den Futures handle ich etwas anders. Ist halt hier so eine DAX-Geschichte. Und zwar gehe ich davon aus, wir haben zwei wichtige Widerstände, die 15.809. Wenn die nicht hält, skaliere ich mich wieder raus und dann als nächste Etage die 15.841. Auf einer der beiden gehe ich davon aus, dass wir in Short-Richtung erst nochmal nach unten driften, um uns hier ein paar Punkte mitnehmen zu können. Wir sind jetzt hier an einem extrem wichtigen Support auf Tages- und Wochenbasis 15.768. Das heißt, wir könnten hier durchaus erstmal Support finden. Und ja, müssen wir einfach mal schauen, was der Markt uns anzeigt und wie wir uns dann eben weiter in Trendfolge reinskalieren. Der starke Euro, der jetzt hier nach oben rauskommt, schwächt natürlich auch zusätzlich den DAX, ist schlecht für den deutschen Export. Das heißt, es zählen viele Faktoren im Moment zusammen, dass der DAX etwas unter Druck kommt. Aber wir schauen hier einfach mal auf die Trendfortsetzung, und schauen mal, dass wir hier short in den Markt reinkommen. So, wir haben hier erstmal oben abgeräumt. Das heißt, unser Short Target
Wurde erreicht, habe jetzt erstmal die Hälfte nochmal rausgenommen im Rücklauf, weil wir ja noch nicht wissen, wo die Reise im Endeffekt hingeht. Noch nicht sicher, weil sich ja erstmal noch ein Trend ausbilden muss. Ja. Erstmal geht es nur um die Reaktion. Ob sich da aus der Reaktion ein Trend entwickelt, das ist eine ganz andere Hausnummer. Das muss natürlich nicht sein, zwangsläufig. Das heißt, nehme im ersten Moment nur mal den Impuls mit, aber der kann hier unten schon vorbei sein. Nehmen wir nochmal 10 raus. Und ihr seht, ich habe hier unten quasi den ersten Impuls für die Long-Richtung schon vorbereitet, aber mit kleinerer Positionsgröße, da wir hier eine größere Clusterzone haben. So, wir haben ja nur noch ein bisschen was drin. Wo wir auch noch mal aufbauen können. Immer anders. Machen wir so. So, wir sind jetzt auf der 8,41. Das heißt, die sollte halten. Ansonsten lasse ich mich vom Ghost hier wieder rausskalieren. Bin jetzt Full Size. Was nicht heißt, dass ich nicht auch noch aufstocken kann, wenn wir wieder in den Gewinn laufen. Aber erstmal brauchen wir die Trendwende Short, beziehungsweise ja die Bestätigung in Short-Richtung. Davon ist noch nichts zu sehen. Wir haben jetzt erstmal den Impuls und brauchen eigentlich auch erstmal den Retest für die Bullen. Er fehlt ja auch noch. Hier unten. Na gut, kann man auch gelten lassen als Retest. Aber schauen wir mal, wie sich die Sache entwickelt. Und ich schalte euch einfach wieder dazu, wenn es weitergeht. Kurzer Zwischenstand, wir sind 136 Euro hinten, wurden mit der ersten Teilposition ausgestoppt und ja, schauen mal, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt. So, wir sind erstmal raus, aktuell mit minus 692, wurden hier trendfolgenmäßig ausgestoppt, ist aber kein Problem, denn dann holen wir ihn uns halt weiter oben, wenn wir die Trendwende machen. So, nächste Haltestelle ist erreicht. Ich habe hier nochmal an der 5877 Shorts gestartet. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen versuchen, die Verluste wieder rauszuholen. Und ja, schauen mal, ob wir hier an der Stelle dann die Trendwende sehen. So, kleines Update. Trendbruch long und Aufstockposition ist drin. Stop geht jetzt auf BE, weil ich jetzt nur noch im Gewinn aufstocke, nicht mehr nachkaufe. Das heißt, im Verlust ist immer die Aufstockung begrenzt, aber im Gewinn wird unbegrenzt aufgestockt. Und ja, wir entwickeln uns weiter. Und erstes Ziel ist mal hier die 15.841. Und wenn wir die brechen, hier die Tageseröffnungsbereiche. So, kurzes Update. Wir sind jetzt Full Size. Und ich warte hier noch geduldig auf den Test der Eröffnung, Xetra-Eröffnung. Werde hier dann wieder anfangen, Positionen abzubauen und eine
Position quasi. Weil so schön ist, einfach drin lassen. Das heißt, Geduld im Trading ist eine wichtige Voraussetzung. So, wir kommen langsam dem Ende zu, denn ich möchte auch weg. Verlust hat sich verringert auf 575. Und ja, wir robben uns langsam aber sicher nach unten. Wir sind hier quasi nochmal auf den Xetra Open zugelaufen. Wäre natürlich auch legitim gewesen, für die Bullen hier mal einen Long zu versuchen, aber wie man gesehen hat, kam nicht mehr nach. Das heißt, wer Long war, hatte genug Möglichkeiten, auch hier rauszugehen nochmal. Aber ja, die Volatilität lässt schon wieder zu wünschen übrig. Wir haben jetzt hier noch das Xetra Close, auch immer wieder ein beliebter Punkt. Und ja, ich gehe jetzt mal in den TA-Trail, und was man jetzt machen kann, wenn mehr Action im Markt ist, kann man hier quasi noch aggressiver hinzuschorten, solange man im Trail ist. Solange der Markt im Gewinn ist, kann man immer weiter Short-Positionen aufbauen. Brauchen wir jetzt nicht, der Markt eiert hier wieder so ein bisschen rum. Ich denke mal, vor den Non-Farm Payrolls morgen wird es hier auch keine großartige weitere Action mehr geben. Ja, wir haben jetzt quasi uns von minus 600 auf 300 wieder hochgearbeitet. Ihr seht auch, Verluste kommen vor, aber es ist wichtig, auch Verluste zu zeigen, denn Trading ist keine Einbahnstraße. Und ja, wir haben eben es immer auch mit Verlusten zu tun. Wichtig ist, dass man sie im Griff hat und dass man weiß, was man auf der einen Seite rausholen kann, wenn man auf der anderen Seite verliert und umgekehrt. Von daher muss das Ganze immer in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Ja, damit verabschiede ich mich für heute. Ab ins Schwimmbad, Badehose an, und ja, bis zum nächsten Mal. Morgen viel Erfolg beim Non-Farm Payrolls, bei den Non-Farm Payrolls, und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.